Ja, es wird auf jeden Fall Änderungen auf meinem Kanal geben. Und in diesem Video möchte ich dir gerne erzählen, warum ich mich für diese Änderung entschieden habe. Und was genau ihr jetzt von meinem Kanal in Zukunft erwarten könnt. Damit das Ganze nicht für euch zu langweilig wird, habe ich mich nochmal dazu entschlossen, ein Bild mit Tinte und Feder zu malen. Bevor wir jetzt richtig hier ins Thema einsteigen, gibt es auf jeden Fall nochmal eine Entwarnung. Denn ich werde weiterhin auf diesem Kanal regelmäßig Kunst-Content machen. Die erste Änderung, die ich gerne in diesem Video ansprechen würde, ist, was jetzt aus meinen Hauptvideos wird oder generell alles, was zu diesem ganzen Thema Hauptvideos dazu gehört. Bisher war es nämlich so, dass ich jeden Sonntag um 12 Uhr hochgeladen habe. Oder zumindest habe ich es mehr oder weniger versucht. Das soll sich jetzt aber ändern, denn ich möchte ab jetzt nur noch jede zweite Woche ein Hauptvideo hochladen. Denn in den ganzen Jahren, wo ich das jetzt hier schon bereits mache, habe ich einfach gemerkt, dass meine Videos immer aufwendiger werden. Und ich möchte gerne diesen Standard auch beibehalten, ohne dass ich mich zusätzlich noch unter Druck setzen muss. Und mir geht es jetzt nicht darum, dass ich mich hier hinsetze und sage, ja, mimimi, alles ist so mega schlimm, weil das ist ja meine Entscheidung, dass ich das mache oder halt auch nicht. Aber ich bin halt nur eine Ein-Mann-Crew, sage ich mal, und ich mache halt wirklich alles. Also vom Szenen-Set bis zum Schnitt bis zur Kamera, ich mache ja alles. Und deshalb, ich habe ja auch nur eine begrenzte Zeit am Tag zur Verfügung. Und das hat halt dazu geführt, dass halt mein Sozialleben darunter leidet, weil die Hauptvideos mussten irgendwie fertig werden und ich konnte deshalb nichts mit Freunden oder Familie unternehmen. Und das ist halt so ein bisschen schade gewesen. Ich hatte auch überlegt, ob ich halt weniger aufwendige Videos mache, aber da muss ich ganz klar ehrlich sagen, dass ich das nicht will. Denn so wie ich die Videos produziere, macht mir das eigentlich auch am meisten Spaß. Also ich liebe es halt einfach herum zu experimentieren, aus verschiedenen Blickwinkeln halt alles zu filmen, zu gucken, ja, wie muss ich das Licht setzen, wie kann man halt bessere Effekte in seinen Videos einbauen und sowas. Das würde ich auch gerne in Zukunft weiter so machen und vielleicht sogar auch noch ein bisschen besser als das, was ihr jetzt von mir schon kennt. Besonders hat das bei mir jetzt auch nichts mit Faulheit zu tun oder sowas, dass ich das nicht will, sondern dass ich das momentan einfach zeitlich nicht schaffe, wenn ich mich halt auch noch meinen anderen Hobbys zuwenden will. Generell könnt ihr mir gerne mal zu diesem Thema in die Kommentare schreiben, ob euch so ein Making-of zu meinen Videos interessieren würde, also wie meine Videos generell so entstehen. Denn dazu hätte ich auf jeden Fall sehr viel zu zeigen. Was sich halt nicht verändern wird an den Hauptvideos, dass ich halt weiterhin zur gewohnten Zeit am Sonntag hochladen werde. Und auch wie ihr das bereits schon von mir kennt, um 12 Uhr. Für mich passt das einfach am besten und ich habe halt auch schon gemerkt, dass das für euch sehr gut ist. Deshalb möchte ich das gerne auch weiterhin beibehalten. Und so müsst ihr euch halt auch nicht irgendwie umstellen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich mit diesem Video überhaupt ausdrücken will, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mich so ein bisschen unverständlich ausdrücke. Wie bereits gesagt, ich brauche halt so gefühlt ein bisschen mehr länger Zeit für alles und halt auch generell für die Videos. Besonders dann, wenn ich zum Beispiel neu mit neuen Kameraperspektiven herumexperimentieren will. Apropos herumexperimentieren, da kommen wir direkt schon zum nächsten Thema, was ich gerne ansprechen würde. Und das Thema bezieht sich auf Shorts oder generell auf Kurzvideos. Ich weiß, viele von euch fühlen das jetzt nicht so, Short-Content über Kunst zu gucken. Aber ich habe mir da auch schon einige gute Formate überlegt, die halt eine Ergänzung sein werden zu meinen längeren Videos. Ich habe auch schon einige vorgedreht und was ich halt sagen kann, ist, dass mir das Schneiden von den Shorts auch sehr viel Spaß macht. Genauso wie mir auch das Schneiden von längeren Videos Spaß macht. Ich weiß zwar noch nicht, wie viele Shorts ich halt in der Woche hochladen werde auf meinem Kanal, aber so mein Ziel ist es auf jeden Fall schon zweimal in der Woche dieser Shorts hochzuladen. Aber ich sag mal, keine Garantie, also wenn mal nichts kommt oder sowas, dann ist das halt auch so. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst für die Zukunft, dass da was kommen wird, aber dass mein Hauptfokus immer noch auf den Hauptvideos liegt. Eine weitere Sache, die ich auch sehr lange überlegt habe, ist, ob ich den Kanal jetzt weiterhin auf Deutsch oder auf Englisch führe. Ich habe mich dann dazu entschieden, das jetzt einfach so zu lassen, wie es ist. Also, dass es halt weiterhin Kunst-Content von mir auf Deutsch geben wird. Hat einfach damit zu tun, dass ich mich halt auf Deutsch ein bisschen besser ausdrücken kann als auf Englisch. Wenn du aber Bock haben solltest, so den Cringe-Vibe zu fühlen, dann kannst du gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen, denn dort lade ich so eigentlich ausschließlich englischen Kunst-Content hoch.
wenn wir hier generell mal schon mal von Veränderungen reden, dann würde ich auch gerne noch mal darüber reden, dass ich mit TikTok anfangen werde. Ja, ich werde jetzt einer dieser Leute sein, die mit TikTok anfangen. Aber tatsächlich stand das schon lange auf meiner Agenda. Bisher hatte ich es aber noch nicht geschafft. Aber in Zukunft wird da auf jeden Fall auch noch was kommen. Generell, die Links zu allen meinen Social-Media-Seiten findet ihr unten übrigens in der Infobox. Genauso wie die Kunstmaterialien, die ich auch in diesem Video verwende. Das war so generell so ein kleines Update, was ich euch mal geben wollte zu diesem ganzen Thema. Denn es ist mir halt natürlich auch wichtig, dass ihr auch weiter auf dem Laufenden bleibt. Bei dem Bild, was ich hier übrigens gerade anfertige, habe ich mich für ein Bild entschieden, das angelehnt ist an die Kultur der Mayas. Zu Ostern habe ich von meiner Familie diesen kleinen süßen Drachen hier geschenkt gekriegt und ich fand den irgendwie so putzig, dass ich den unbedingt mit in dieses Bild einbauen wollte. Ich wollte nämlich eine Gottheit darstellen, die so ein bisschen an den Geist der Natur angelehnt ist, die aber auch so einen düsteren Kern in sich hat. Um ein bisschen mehr Farbe in das Bild reinzubringen, habe ich mich für dieses Grün hier entschieden. Das von Rohr und Klinger. Ich finde, dass es perfekt gepasst hat zu dem Bild, denn das Grün war nicht so sehr stark, sondern eher so ein bisschen gedeckt, sodass das halt die Farbe auch nicht so ganz aus dem Bild heraussticht. Und trotzdem hat man aber immer wieder so kleine einzelne Farbakzente. Bei den Pflanzen, die in dem Bild zu sehen sind, habe ich mich einfach an meinen Zimmerpflanzen orientiert, die ich hier auch schon zu Hause habe. Um am Ende dann alles zu komplettieren, habe ich dann nochmal mit einem Schwarz die ganzen Stellen ausgefüllt, die halt weiß zu sehen waren. Ganz zum Schluss hat natürlich nur noch meine Unterschrift gefehlt und das ist das fertige Endergebnis. Israel, but also when the love is gone, hit me out on how you feel. Tell me now what's going on. Again and again, yeah, again and again. Another ball, another night, another friend of a friend. Again and again, yeah, again and again. I can't even see the bottom line. Why'd you have to leave me heartless? Baby, you're my biggest problem. Even when the silver rattle not starting and it's early in the morning, baby, it's still bad. Why'd you have to leave me heartless, heartless? Why'd you have to leave me heartless, heartless? Ja Leute, das war heute tatsächlich ein sehr informatives Video. Ich hoffe, dass es euch dennoch gefallen konnte. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann kannst du das gerne hier unten nachholen. Würde mich auch für meine zukünftigen Projekte sehr unterstützen. Ansonsten, wenn du auch gerne lernen willst, wie man mit Feder und Tusche richtig zeichnen lernt, dann schau gerne hier vorbei. Da habe ich nämlich ein komplettes Anfänger-Tutorial gemacht. Und da kannst du dir das auf jeden Fall reinziehen, wie man das richtig lernt. Ansonsten sehen wir uns auch schon sehr bald wieder zu einem neuen Video. Bleib bis zum nächsten Video. Immer schön kreativ, wünsche einen wunderschönen Tag. Dann ciao!